Ja, und hiermit herzlich willkommen zu einem LP. Ich weiß, ich hatte überhaupt keine Lust auf LPs, aber hier sind wir mit einem LP, Dragon Quest Monsters. Wie kam es dazu? Zum einen habe ich gemerkt, dass ich einfach gerade gar nicht in der Lage bin, regelmäßig hochzuladen, wegen meinen kleinen Animationen und so ein Scheiß. Und deswegen dachte ich mir, fuck, ich mache jetzt einfach LPs, who fucking cares, auch wenn die gar nicht mehr so modern sind und nicht so angesagt und es auch kein Pokémon ist, wie sonst immer. Aber ich habe dieses Spiel in den elterlichen Katakomben wiedergefunden, aus meiner Kindheit. Und ich hab's jetzt die letzten zwei Abende so gerne gezockt, dass mir der Gedanke kam, scheiße, ich nehme die Scheiße jetzt einfach auf und mach da draußen eine LP und wir spielen es einfach zusammen durch. Ich werde jeden Tag eine Folge hochladen. Die wird so 20 bis 30 Minuten gehen, denke ich. Und ja, wer Bock hat, verfolgt es. Vielleicht kennt es ja der ein oder andere. Ich weiß gar nicht, ob es da denn irgendwie noch einen Nachfolger gab oder irgendwas. Keine Ahnung. Who cares? Ich habe diesen ersten Teil. Und den zocken wir jetzt. Dragon Quest Monsters ist ein bisschen ähnlich wie Pokémon aus der ersten Generation. Kam ein bisschen später, wie ihr seht, aus dem Jahre 2000. Richtig geiler, nostalgischer Scheiß. Genau darauf stehe ich. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Und schau mal, was passiert. Let's go. Ach ja. Es ist ja hier alles uncut. Ich werde es einfach hochladen, ungeschnitten. Und ich wohne hier an einer Hauptstraße. Kann also sein, dass wir hier mal ab und zu einen Krankenwagen hören oder ähnliches. Oder mein kleiner Kater Pikachu Bock hat, einfach mal eine Runde zu miauen. Da kann ich nicht so viel gegen tun. Er miaut sehr gerne. Zu gerne, zu oft, mehr als mir lieb ist. Aber so ist es, wa? Und was heißt uncut? Ich werde schon schneiden, wenn ich zu lange trainieren muss oder zu lange suche, dann werde ich schon mal schneiden. Aber insgesamt möchte ich das natürlich irgendwie uncut machen. So ganz klassisch, LP-mäßig. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie zu quaken. Auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist. Und ich sehe gerade, mein Kaffee neigt sich dem Ende entgegen. Egal. Wird schon gut gehen. Okay, dann fangen wir einfach an. Who cares? Ich habe natürlich diesen ersten Part habe ich jetzt schon gespielt, die letzten zwei Tage. Aber ich habe es noch nie durchgespielt tatsächlich. Und das will ich jetzt ändern. Okay, wir sind drin. Milaya. Terry, warte, es ist Zeit zum Schlafen. Hast du vergessen, was uns Papa und Mama gesagt haben? Wer lange wach bleibt, wird von den Monstern entführt. Klingt nicht gut. Du willst sie einmal sehen? Ach, geh jetzt ins Bett. Okay, let's go. Gute Nacht. Ach, idyllisch. Mit dem Lagerfeuer. Aber wir sind ein ungezogener kleiner Bruder und stehen einfach auf und klauen den Teddy. Ah ja, gehört unserer Schwester Milaya. Komm, wir machen sie wach. Hallo. Schnarcht. Okay, was gibt's hier? Im Bücherregal. Terry holt ein Buch. Wir sind Terry. Oh, Milayas Tagebuch. Heute muss ich das Haus hüten. Hoffe, dass kein Monster kommt. Naja, wenn das schon so dasteht, dann wissen wir alle, was passiert. Wir springen einfach ins Feuer. Aus der Flamme fliegen Funken. Toll. Was gibt's hier? Voller Kinderklamotten. Brauchen wir nicht. Warum gehen wir eigentlich mit unseren Sachen schlafen? Haben die armen Kinder keine Schlafanzüge? Ziemlich arm. Was ist das hier? Nichts. Sehr gut. Ich liebe nichts. Okay, wir gehen rüber. Hallo?
Da kommt schon ein Monster. Bist du Milaya? Nein, bin ich nicht. Genau, Milaya ist ein Mädchen. Was, du heißt Terry? Okay, dann hau ab. Ich bin Warubu. Warubu aus Malta. Oh. Dieses Geräusch war übrigens, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Wahrscheinlich. So ein Duftsprüher. Den werdet ihr bestimmt auch ab und an mal hören. Damit es hier nicht so stinkt. Au. Oh nein. Er zerrt unsere Schwester weg. Okay, wie passen die bitte in diesen kleinen Schrank? Total unrealistisch. Wo ist Milaya? Hör auf zu stottern, Junge. Du kannst mich verstehen? Weißt du, wo Milaya jetzt ist? Entführt? Nein, ich war zu spät dran. Sieht so aus. Warubu? Nein, ich bin Watabo. Was? Wo deine Schwester jetzt ist? Komm mit mir. Dann wirst du sie finden. Wenn du ein guter Master bist. Oh ja, ich bin ein guter Master. Komm einfach mit. Dann wirst du das schon sehen. Okay, wir springen in den Schrank. Aber vorher, wie spät ist es? Die Wanduhr tickt. Toll. Was gibt's hier? Das ist zu schwer. Okay. Das Buch ist zu dick. Hier ist noch ein Teddy. Er gehört auch unserer Schwester. Haben wir keinen Teddy? Das ist aber nicht nett. Warum haben wir keinen Teddy? Na gut, dann springen wir mal in diese kleine Kommode rein. Let's go. Und alle. Hoppa. Wo geht's nur hin? Oh no. Okay. Ja, ist gut. Du bist ein Master, oder? Ruh dich hier aus. Wo du jetzt bist? Hier ist da... Wie? Taijiu? Taiju? Keine Ahnung. Das ist ein fantastischer Name, wie ich finde. Du wurdest von Watabo hierher gebracht. Komm mit, wir müssen dem König Bescheid sagen. Okay, let's go. Wo bin ich hier? Oh, ich liebe diese alte Musik. Mega. Oh. Dieses Land wurde in einem Baum gegründet. Hier sind wir ganz unten. Das Schloss ist ganz oben. Na denn. Ab nach oben. Das ist aber ein großer Baum. Oh, hat Watabo einen neuen Master mitgebracht? Jawohl, wir wollen den König besuchen. Gewinnt bitte beim Sternturnier. Okay, machen wir. Kinding. Easy. Komm, wir gehen jetzt zum König. Ja, wir laufen doch schon. Hier kommt der Priester. Ach nee, ich bin der Minister. Bist du der neue Master? Anscheinend. Unser König braucht Hilfe. Ja, ich auch. Hilfst du uns vielleicht? Na, wenn er uns hilft. Jetzt muss ich auch noch selber laufen. Da ist er. Willkommen, Master. Ich bin der König. Ja, ich auch. Wie ist euer Name? Wie nennen wir uns? Wir haben nicht so viel Platz. Ich glaube, Hachi reicht hier gar nicht. Bestimmt nicht. Das ist richtig scheiße. Ich glaube, hier passt kein Hachi. Das ist richtig schlecht. Richtig. Nie und nimmer, Junge. Wie nennen wir uns denn jetzt? Hier passt kein Hachi hin. Warum machen die so wenig Ziffern hier nur? Richtig schlecht. Oh, ich bin so unschlüssig. Ja, ist auch schön, dass man die Leute im Hausflur hört. Ich weiß nicht, Hatz ist richtig schlecht. Okay, nein, dann nennen wir uns Hatti. Hatti ist auch schön.
Ende. Ist der Name Hatti richtig? Nee, eigentlich nicht, aber mehr passt nicht hin. Hatti, erfülle mir meinen Wunsch. Ich will, dass ihr beim Sternturnier siegt, okay? Ihr wollt eure entführte Schwester finden? Ihr seid nicht hier, um meinen Wunsch zu erfüllen? Nee? Ja, ich weiß, es gibt eine sehr gute Methode. Gewinnt einfach das Turnier. Super. Es heißt, dass der Wunsch des Siegers erfüllt wird. Ihr werdet eure Schwester dann wiederfinden. Super. Und euer Sieg ist auch mein Wunsch. Sucht eure Schwester und werdet ein Sieger. Ihr bekommt ein Monster. Ohne ein Monster werdet ihr nie ein guter Master. Hier oben befindet sich ein Monsterhof. Dort ist Prio. Er wird euch ein Monster geben. Okay. Ja, toll. Jetzt sollen wir für den König arbeiten. Damit wir unsere Schwester finden. Okay, dann gehen wir mal zum Monsterhof. Hier können wir jetzt hoch, war vorher versperrt. Und so viel weiß ich, das ist unser guter Freund Prio. Bist du hier, um Monster zu stehlen? Ja. Ich werde dich platt machen. Schnüff, schnüff. Ach nein, ein Master, ich rieche das. Du riechst gut, du wirst bestimmt ein guter Master. Er schnüffelt also an mir, richtig geil. Ich bin Prio, ich kümmere mich um diesen Hof. Ich hab das vom König gehört, nimm ein Monster mit. Obwohl, ich hab zur Zeit nur ein altes Monster. Ein Monster vom letzten König, sein Name ist Slim. Um den mitzunehmen, willst du einfach abholen. Okay. Na wen? Na, ich kann ja nur einen abholen. Ja, wir schauen uns den mal an. Super, ein Wassertropfen, tolles Monster. Ganz stark. Okay. Super. Krasses Monster. Es hat lange auf mich gewartet. Naja, alles klar. Wir sind immer für dich da. Das ist lieb. So, jetzt rennt er mir hinterher. Das ist super. Hallo. So, wir können bis zu 3 Monster denn haben. Jetzt haben wir natürlich erstmal nur einen kleinen Wassertropfen. Egal. Der knallt alles weg. Ach, da bin ich. Das ist doch der Slime vom letzten König. Hatti, ihr habt ihn ausgewählt? Das war das einzige Monster? Wie bitte? Prio, komm ran hier. Er hat die anderen freigelassen? So ein Horst. Prio, Prio. Bringe jemand Prio hierher. Okay. Da muss ich husten, Junge. Bitte um Verzeihung. Prio, habt ihr etwa auch Holm freigelassen? Verzeiht mir, Holm ist auch geflohen. Mein Gott, mein Holm. Ihr werdet bestraft. Bringt ihn ins Gefängnis. Richtig so. Richtig wegknallen. Was ist Tati? Ihr werdet Holm holen. Daher soll ich Prio verzeihen? Ist ja ein feiner Zug. Gut, mach das, Hardy. Holm ging zum Stator. Gehört, Hardy? Geh zum Stator. Okay, let's go. Dann hör auf, mich voll zu schwafeln. Prio, komm frei, wenn ihr Holm bringt. Öffnet die Truhe nebenan. Der Minister wird euch informieren. Ich muss jetzt gehen. Top, 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 top. Hau rein, Digga. Flop. Okay, wir sollen noch nebenan. Zur Truhe. Hardy öffnet die Truhe und findet ein Kraut. Leider können wir das nicht rauchen. Und noch ein Kraut. Geil. Okay. Der König war sehr zornig. Holt bitte Holm aus dem Stator. Ich bitte euch, Hardy. Okay. Und hier ist die Wache jetzt weg. Let's go. Das muss es sein. Also rein. Und durch diese Portale kommt man immer in die komischen Welten, wo es die Monster gibt. Die können wir zwar nicht mit einem Pokéball fangen, aber mit etwas Glück
folgen die uns, wenn wir sie besiegen. Zusätzlich bekommen wir noch Möglichkeiten, um die Wahrscheinlichkeit zu steigern, aber ich glaube, in dieser ersten Welt gibt es diese Möglichkeit noch nicht. Erst danach. Unsere Mission ist es jetzt erstmal, durch diese Ebenen zu kommen. Und was mich so ein bisschen stört, ist dieses Interface. Tatsächlich sehen wir nur unser Monster. Wir sehen jetzt gerade, unser Slim hat noch 23 HP und Mana ist das, glaube ich, wofür das M steht, hat 0 Mana. Aber wir sehen gar nicht die HP des Gegners. Das stört mich so ein bisschen tatsächlich. Wir werden nachher noch sehen, warum mich das so ein bisschen stört. Gegen die wilden Monster ist es jetzt gar nicht so schlimm, aber das Interface ist wirklich ausbaufähig. Aber damit müssen wir jetzt arbeiten. Okay. Ist wie bei Pokémon, wir treffen hier auf diese wilden Monster und machen die einfach fertig. Oder wir können auch abhauen, wenn wir wollen. Aber wir wollen ja unseren kleinen Wassertropfen ein bisschen trainieren. Kommt hier einer mit? Nein, sie mögen uns nicht. Und auf diesen Ebenen finden wir immer so eine Portale. Hier gibt's Items, ein Teleport, damit kann man zurück teleportieren. Und so müssen wir uns durch die ganzen Ebenen kämpfen. Da oben sehen wir ein Portal, da geht's zur nächsten Ebene. Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen so ein Level immer hat. Habe ich noch nie mitgezählt. Aber irgendwann kommt man da ans Ende. Ich gucke mich jetzt hier noch ein bisschen um für Items und auch, dass wir hier vielleicht ein paar Monster noch kriegen. Wäre ganz nice. Wampi knallt ordentlich rein, Junge. Hält aber nichts aus. Na, mein Freund, willst du nicht mit? Nein, schade eigentlich. Wäre ganz geil gewesen. So, hier ist noch ein Kräuterchen. Scheiße, ich geb's ihm einfach. Ich habe keine Lust jetzt schon zu sterben hier. So muss ich wirklich sagen, man hat bei diesen alten Spielen, kann man halt auch verkacken, ja. Das werden wir später noch sehen, wie ich hier verkacke. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen hier. Bei diesen ganzen modernen neuen Spielen kann man eigentlich gar nicht mehr richtig verkacken. Und vor allem muss man sich seinen Weg hier teilweise wirklich selber suchen. Oh, Slim Level 2, Glückwunsch. Okay, wir gehen jetzt hier mal durch. Heutzutage wird man ja durch die modernen Spieler durchgeführt. Man hat gar keine großartige Wahl, als dem zu folgen. Ich finde, wenn ich da so an Pokémon Schwert und Schild denke, du wirst ja da durchgeführt und dir wird alles angezeigt und so weiter. Du musst eigentlich gar nicht mehr nachdenken. Du musst nur die Augen öffnen. Mehr nicht. Und bei diesen alten Spielen musst du einfach suchen. So, folgt mir jetzt hier mal ein blödes Monster. Weil so viel weiß ich ja schon. Nur mit unserem kleinen Slim allein werden wir nicht weit kommen am Ende dieses Startors. Ich möchte mich hier noch umschauen. Huch. So, kommt jetzt hier mal was mit? Oh, der wäre cool. Der Zungenbär. Ey, der fängt an, das ist nicht cool. Oh, oh. Ich glaube, ich muss mich hier mal heilen. Sonst macht er uns noch platt. Oh, komm, komm mit. Komm. Ja, nice. Ja, unbedingt. Wie nennen wir den? Wir haben ja nicht so viel Platz für Buchstaben. Ich nenne den einfach Amor. Er ist Amor. Der kleine Liebesengel. Nice. Jetzt folgen uns schon zwei. Eins können wir noch aufnehmen. Der Rest kommt dann auf den Monsterhof.
zum Prio. So, ich hätte noch gern so ein Wampi. Wäre ganz nice. Ah, kommt hier noch ein Level? Ja. Also so ein drittes Monster wäre ganz geil. Ansonsten wird's schwierig. So, macht den fertig. Bums. Und da geht er schon down. Easy. Wampi. Komm zu mir. Hier ist nur ein Teleport. Wampi? Du bist kein Wampi. Bums. Ja, später kriegen die Monster hier natürlich noch Fähigkeiten. Aber auf so kleinem Level können die alle noch nichts. Das werden wir später sehen. Oh, wisst ihr, was auch nervig ist? Die A-Taste ist gleichzeitig das Menü. Richtig geil, wenn ich zu schnell rumklicke, dann öffne ich immer das Menü. Richtig geil. So, Wampi. So. Wie wär's? Willst nicht mitkommen? Antidot, super, du bist nicht vergiftet. Da gibt's nichts zu heilen. Ah, da, ja. Ja. Wie nennen wir den? Do? Okay, dann nennen wir ihn, oder sie, ist ja ein Mädchen. Dori. Wie der vergessliche Fisch. So, jetzt haben wir drei. Jetzt bin ich ready. Ich bin ready. Nichts kann mich stoppen. Aber wäre nicht schlecht, wenn wir die anderen beiden auch noch auf Level 2 kriegen würden. Und in diesen Leveln gibt es auch tatsächlich hier ab und zu mal so ein paar random Trainer. Oder Master, wie sie sich ja hier nennen. Die sind aber in der Regel ziemlich stark, muss ich sagen. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier auf einen treffen würde, dann würde ich es nicht wagen, ihn anzusprechen. Die sind ja Gott sei Dank optional hier. Also man kann einfach an denen vorbeilaufen. Aber die bringen dafür richtig heftig Erfahrungspunkte, wenn man sie dann schafft. So. Na, let's go. Oh, es greift an. Dori. Also dieses Interface ist wirklich furchtbar. Slim Level 3. Okay. So, ich denke, wir machen dieses erste Level hier. Okay. Oh, ich habe ein bisschen Angst. So, Level 3 wäre schon ganz nice für alle. Super easy One-Hit. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch was. Kräuter sind immer nice. Was gibt's hier? Schwupps. Da ist nichts. Außer ein Encounter. Let's go. Mach ihn fertig. Easy. Armor Level 3, das ist wunderbar. Dori Level 3, wunderbar. Jetzt fühle ich mich bereit. Also gehen wir mal durchs Portal hier. Und da sind wir am Ende. Und am Ende gibt's immer einen kleinen Bosskampf. So, wir heilen jetzt einfach mal alle hoch. Crowds für alle. Hier, mein Freund. Deine Wunden sind geheilt. Wunderbar. Alle topfit. Let's go. Gehen wir mal zur Qualle. Das muss Holm sein. Tach, ich bin Holm. Ja, habe ich gerade schon gesagt.
Du bist hier, um mich zu holen? Oh yes. Nein, nein, lass mal gut sein. Der Hof war mir zu langweilig. Kann ich verstehen. Wäre mir auch zu langweilig, da mal rumzugammeln. Der Heilslime. Der kann sich nämlich die ganze Zeit gegenheilen. Und hier ist das, was ich meine mit dem Interface. Als ich es vor 2 Tagen gedaddelt habe, hatte ich nur 2 Monster statt 3 und er hat sich die ganze Zeit gegengeheilt und ich hatte keine Ahnung, wie viel HP der noch hat. Also das ist wirklich ein Manko, dass man die HP des gegnerischen Monsters nicht sieht. Richtig schlecht. Aber ich denke, mit 3 Monstern sollte das ganz gut machbar sein hier, dass der sich nicht so krass gegenheilen kann. So, da heilt er sich gegen. Er ist wieder voll. So viel weiß ich. Aber er teilt auch ganz gut aus. Also wir müssen unsere HP im Auge behalten. Und mit Kräutern gegenheilen. Oh, schon besiegt. Also das ging richtig nice jetzt mit 3 Monstern. Ich weiß, vor 2 Tagen musste ich den zum einen 2-mal probieren, weil ich beim ersten Mal verkackt habe. Und beim zweiten Mal hatte ich immer noch nur 2 Monster. Es wollte einfach keins mitkommen. Und ich habe da bestimmt, ich weiß nicht, 5 Minuten an diesem Kampf gesessen. Ehe der komische Vieh lag. So, der will mitkommen. Ist richtig geil. Weil mit dem können wir jetzt unsere eigenen Monster heilen im Kampf. Das ist richtig nice. Wie nennen wir den? Ach, wir lassen den bei Holm. Ist ein toller Name. Ende. Jo. Den nehmen wir mit. Tauschen wir aus gegen unser... Ja, gegen Vampi tauschen wir den mal aus. Jo. Let's go. Gott, bist du stark. Ich mag dich. Harty. Danke, ich dich auch. Harty, sauber. Wir gehen jetzt zurück. Okay. So, jetzt haben wir das Monster vom König abgezwackt. Geil. Harty, ihr habt es geschafft. Was? Holm wollte nicht zurückkommen. Aber mit euch wollte Holm mitgehen. Verstehe, aha. Er mochte euch. Faszinierend. Ich mag euch. Dafür vergebe ich Prio. Danke, Harty. Jetzt kann ich wieder zurück. Harty, geht jetzt zum Kolosseum. Dort warten eure Gegner. Gewinnt ihr dort, qualifiziert ihr euch für das Turnier. Ich muss jetzt gehen. Top, 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 top. Okay. Jetzt müssen wir zum Turnier. Und der Minister heilt uns immer nach einem abgeschlossenen Level oder wenn wir uns wegteleportieren, ist mal ganz nice. Und zusätzlich kriegen wir immer noch ein Kraut von ihm. Sehr nett. So, wir sollen zum Kolosseum. Alle Gegner besiegt, kann man am Turnier teilnehmen. Okay. Wir gehen zum Kolosseum und besiegen. Heute springe ich mal runter. Okay, dann springen wir auch hinterher. Da müssen wir nicht runterlaufen, ist ganz nice. Und hier ist das Kolosseum. Ich werde mal zwischendurch hier mal einmal speichern. Das ist ein bisschen versteckt. Nämlich unter dem Tagebuch kann man speichern. Ganz nice. Okay. Dann melden wir uns mal bei ihr. Willkommen, Kolosseum. Ich bin hier eine Berühmtheit. Ich bin das älteste Bunny hier, das älteste Bunny der Welt. Oh, klingt ein bisschen eklig. Du bist hier, um deine Schwester zu finden. Dann musst du hier gewinnen, um dich zu qualifizieren. Ja, wurde mir gerade schon mal gesagt. Im Kolosseum gibt es einen Rang. Der fängt bei G an, dann F, E, D und so weiter. Die höheren Ränge sind für dich noch zu schwierig. Willst du das mal versuchen? Rang G ist umsonst. Okay, let's go. Wir schauen mal, ob wir das schon schaffen. Wir probieren mal unser Glück. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich es beim ersten Mal auch sofort geschafft habe oder ob ich nochmal trainieren musste.
Verehrte Damen und Herren, hier kommt unser neuer Herausforderer. Sein Name ist Hati. Drückt ihm die Daumen. So, jetzt beginnt die erste Runde. Okay. Start. Let's go. Schauen wir mal. Achtung, Vampi und Zungenbär-Truppe erscheint. Vampi-Ungetüm erscheint. Okay, wir machen jetzt nicht einfach los. Oder doch, wir machen jetzt beim ersten Mal einfach nur los. Hoim greift an, das ist nice. Slim verliert, okay. Okay. Amor greift an. Slim greift an. Okay, ein Vampir schon weg. Ouchie. So, jetzt gehen wir nach Plan vor. Unser Slim macht einfach los. Amor macht einfach los. Und Hoim geht passiv. Zur Erklärung. Normalerweise ist hier unten, wo normal steht, Befehl, wenn man in der Wildnis ist. Dort kann man dann wirklich genau schauen, was man macht, ob man eine Fähigkeit einsetzt oder jemanden angreift oder eine Abwehr startet oder ähnliches. Gibt's bei diesen Turnieren nicht. Wir haben hier die Möglichkeit zwischen Los, Versuch oder Passiv. Bei Los greift er einfach willkürlich an, aber hat eine Möglichkeit oder eine Wahrscheinlichkeit, einen exzellenten Angriff durchzuführen, der dann halt doppelten Schaden macht oder sogar dreifachen Schaden. Ziemlich cool. Bei Versuch macht er eventuell eine Fähigkeit. Also, wir haben jetzt noch nicht so viele Fähigkeiten. Unser Hoim hat eigentlich, ich glaube, nur Schutz und eine Heilung. Und bei Versuch würde er jetzt eventuell diesen Schutzzauber durchführen, wodurch unsere Verteidigung steigt. Und bei Passiv macht er Heilzauber. Eventuell. Nicht zu 100%, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er einen Heilzauber macht. Und unser Amor, unser Zungenbär, hat nur noch 5 HP, das ist nicht mehr viel. Also mache ich Passiv in der Hoffnung, dass er unseren armen Amor wieder voll heilt. Let's go. Und da ist die Heilung. Er hat unseren Amor voll geheilt. Richtig nice. Und so geht der zweite Vampi down. Und auch der Zungenbär. Und wir sind wieder relativ voll. Unser Slim hat nicht volle HP. Ist aber nicht schlimm. Und so ist eigentlich hier das Spielprinzip. Wenn wir später gegen wilde Monster kämpfen, dann kann ich das nochmal mit dem Befehl zeigen. Gibt's hier bei dem Turnier jetzt leider nicht. Ich weiß nicht warum. Würde Dinge vereinfachen. Aber so machen wir das jetzt. Wir machen wieder erstmal los. Hoim wehrt ab, okay. Slim schläft nicht. Slim greift an. Fehlgeschlagen, okay. Slim 1. Oh Mensch, die treffen alle nicht. So ein Idioten. Amor greift an. Ein Slime ist schon weg. Wir haben nichts verloren. Wir machen hier einfach Go. Let's go. Ich glaube, der hat sich das jetzt aber gemerkt mit dem Passiv. Und da... Okay. Mach mal los hier. Okay, nice. Brauchen jetzt keine Heilung. Auch der zweite Sieg ging an den Herausforderer. Vielen Dank. Jetzt kommt die dritte Runde. Hier ist der Direktor der Masterschule. Okay, den müssen wir schaffen und dann haben wir diesen Rang G geschafft. Ich bin der Direktor der Masterschule. Wenn du mich besiegst, bist du der Master des Ranges G. Zeig mir, was du kannst. Okay, let's fetz. Der dritte ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Wir machen erstmal los. Hoim greift an. Die Geister sind ein bisschen ätzend. Er leckt das Gesicht von Slim. Slim bekommt eine Gänsehaut und kann dann nicht angreifen. Das ist natürlich nicht cool. Slim zittert. Ja, das ist uncool. Okay, wir machen Slim los. Amor macht los. Und Hoim kann ruhig eine Runde heilen. Nice. Slim wurde geheilt. Amor verliert 6 HP. Slim verliert 3. Das ist nicht so viel. Amor verliert 9. Ist fast tot. Slim strengt sich an und macht dadurch 10 Schaden.
ein Geist geht down und wir machen wieder nach Plan. Slim, Amor und Hoy muss unser Amor heilen. Nice. Von Amor. Amor weicht aus, Gott sei Dank, und kann angreifen. Wird nicht abgeschleckt. Nice. Okay. Dann machen wir einfach los. Passt schon. Oh. Der merkt sich das also scheinbar. Was wir zuletzt gemacht haben, wenn wir einfach auf losgehen. Aber ist egal. Wir haben es geschafft. Easy peasy. Glückwunsch, ein neuer Held ist geboren. Ja, steht auch in meiner Kanalbeschreibung. Exakt so. Ein Applaus für Master Hati. Ja, danke schön. Danke. Gut gemacht. Du hast Range problemlos gemeistert. Vielen Dank. Hati, mein Glückwunsch. Der König will dich sprechen. Komm bitte mit. Okay. Hati, ihr habt Range geschafft. Gute Leistung. Ihr seid nicht Ur. Wie geht es dir, König von... Oh, schon wieder dieser Name. Taiju? Ach, keine Ahnung. Von Taiju. Ich nenn's jetzt Taiju. Und fertig ist. Ihr seid doch der diesjährige Veranstalter, oder? Ich hoffe nur, dass ihr nicht gleich verliert. Huch, hier ist dein Kind. Hast du mit dem König gespielt? Ich bin der König von Malta. Malta? Da war doch das Monster, wie hieß der, Watabu oder so, der unsere Schwester entführt hat. Also ist der in diesem König, ist unsere Schwester in diesem Königreich. Nice. Taiju König, ich freue mich auf den Sterntag. Hahaha, lustig. Richtiger Spaßvogel. Arg, das werden wir sehen. Hati, werdet stark. Der Zivil- und Wachraum wurde für euch geöffnet. Dort findet ihr stärkere Monster. Ich muss jetzt gehen. Tap, 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 tap. Bye, bye. Der Zivilraum befindet sich im Torraum. Ab jetzt solltest du auch im Kolosseum kämpfen. Wenn du dort alle deine Rivalen besiegst, kannst du am Sternturnier teilnehmen. So, aber ich denke, das war's für den ersten Part. Wir sind jetzt schon über der Zeit. Eigentlich wollte ich ja nur zwischen 20, 30 Minuten. Jetzt haben wir schon fast 40 Minuten tatsächlich. Aber, who cares? Ist der erste Teil halt ein bisschen länger. Und ich denke, das ist ein ganz guter Abschluss. Wir haben unsere ersten Monster und haben das erste Turnier abgeschlossen. Und... damit soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat und ihr morgen beim nächsten Part wieder mit dabei seid. Würde mich freuen. Ich denke, das war's. Also, ciao, bis morgen und haut rein.